drei Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr, aber an einem, wie heißt der noch? Solka. Michael Solka. 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 Kann ich mich nicht erinnern. Wir haben Sie gar nicht nach Ihrem Alibi gefragt. Während der Tatzeit, Routine. Sie fragen mich? Aber ich war doch dort. Und danach? Wie? Ja, ich meine, bis 8 haben Sie die Fenster geputzt. Danach war der Überfall. Und Sie wurden am Tatort vernommen. Später sind Sie dann zu uns gekommen. Ja, ich habe all meine Termine absagen müssen, weil ich euch bei diesem Phantombild geholfen habe. Ich hatte 170 Euro Verdienstausfall. Oh je. Nein, aber in der Zwischenzeit, dem Überfall und dem Besuch bei uns, was ist da gewesen? Was soll das? Was wollen Sie von mir? Ich habe Ihnen geholfen, den Täter zu finden. Schon vergessen? Sie nehmen ziemlich starke Tabletten. Sie sind krank, nicht wahr? Sterben Sie krank. Ja, verdammt. Ich bin krank. Und wissen Sie was? Ich arbeite wie ein Wahnsinniger, damit ich mir noch was zusammenkratze für die Zeit, die mir noch bleibt. 1-2 Jahre maximal. Ich habe Krebs. Lungenkrebs. Sind Sie jetzt zufrieden, Herr Kommissar? Warum sollte ich zufrieden sein, Herr Petrovic?